Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und wie immer von der Adelshofen-Map. Ja, heute steht wieder ein bisschen Bauern an. Ja, ich weiß, ihr liebt es genauso wie ich. Freut mich. Freut mich wirklich sehr, dass ihr da so fleißig mitguckt und mitkommentiert und einfach Spaß und Entspannung findet in den Videos, dann ist eigentlich meine Mission erfüllt. Ja, wie gesagt, heute wollen wir noch ein bisschen bauen und zwar möchte ich noch mal den Waschplatz ein bisschen optimieren. Die Schweine brauchen ja noch Stroh. Was war jetzt mit dem los? Spult man noch mal zurück, der ist doch todmüde umgeblumsert. Ja, und dann müssen wir uns mal noch oben um unseren neuen hinzugefügten Garten kümmern. Da müssen wir da klar auch mal langsam, aber sicher Wasser reinlassen. Und ja, mit welchem Gefährt, ne? Deswegen fahren wir mal zum Händler. Wir werden uns erstmal ein bisschen behelfen müssen, ja. Es ist gerade immer noch so ein bisschen die Umbruchphase, ja. Wir machen ja gerade viel mit Umbauen, bauen hier, bauen da und kommen nicht so wirklich dazu, uns irgendwie vorzubereiten, ja, was Stroh etc. angeht. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auch nochmal entschieden, dass wir uns das für diese Saison auch noch kaufen erstmal, ja, dass wir uns dann Stück für Stück vorbereiten können, dann auf die neue Saison und ja, einfach uns vorläufig so behelfen. So, das heißt, wir schicken den mal zum Shop runter. Sollte ja soweit funktionieren. Tor ist offen. Jawohl. Ja, das funktioniert. Es läuft gut, ne? Ich bin echt zufrieden. Die Bienen machen mir noch ein bisschen Sorgen. Müssen wir mal schauen, dass da auch noch was vorangeht. Ah. Arno war übrigens, ja, ein Wunsch. Dann soll der kleine Wuffi alias Fifi ab heute einfach mal Arno heißen. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Gut, also, dann lassen wir den so lange mal runterfahren. Und wir kümmern uns um den Waschplatz, weil ich habe da nochmal so ein kleines Deko-Pack mit reingenommen, nachdem wir hier ja so gerne bauen. Und jetzt schauen wir mal, was uns denn dort alles geboten wird. Was ich nämlich so gesehen habe, können wir da nämlich das umsetzen, was ich eigentlich im Video schon machen wollte. Wird das eigentlich immer automatisch dann hinten angesetzt? Guck mal hier, sowas könnte man machen. Sowas. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir da vielleicht auch beides machen. Heißt, jetzt das Rastermenü habe ich halt immer noch nicht mit reingenommen, ne? Okay, das verwirrt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das von dem Stein mitgekommen ist, noch das Raster. Zumindest kenne ich das jetzt mal noch nicht so. So, guck mal, dann machen wir jetzt einfach mal das Ganze so. Kann man da noch irgendwie näher ranzoomen? Leider nicht, ne? Aber es müsste fast passen. Hä? Ein Muckersäckele. Muckesickerli fällt noch, aber ist okay. Ich würde sagen, wir machen den mal. Sollen wir den irgendwie so ansetzen? Dann könnten wir nämlich auf die Hausmauer schön entlang laufen. Dann müsste das fast aufgehen. So, ne? Und weil es so schön war, nochmal. Ah, nee, ich mache erstmal die Längsseite. So. So. Gibt es da auch kürzere Stücke? Oder kann man da irgendwie die Größe ändern? Leider nicht, ne? Okay, aber da können wir uns behelfen. Da können wir ja ein bisschen mogeln. Ich
Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das jetzt drunter setze, ob der da ein Problem kriegt. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach, ne? Probiere, God Evil, studiere. Zack. So. Dann machen wir den hier. Mal kurz das richtige Raster raussuchen. Das hier ist es. Das sieht auch gut aus. Ja, die Colli wollen wir nicht. Ja, der ist auch schon da. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das genau aufgeht. Zack. Und zack. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir so alte. Na, das passt einfach am besten hier rein. Boah, nee, das geht nicht. Dann guck mal. Das müssen wir wieder wegmachen. Das gefällt mir so nicht. Also, dann müssen wir leider Gottes das Ganze so gestalten, dass wir halt dann hier länger unterwegs sind. Dann ist es halt ein bisschen länger wie das Hauseck. Ist ja nicht schlimm. So. Vielleicht müssen wir da die Erde dann nochmal ein bisschen korrigieren. So, das sieht auch soweit ganz gut aus. Dann machen wir es aber nicht ganz so lang. Ihr wisst ja, Regel Nummer 1, was man nicht vertuschen kann, ja, muss man einfach offensichtlicher machen. Ist einfach so. Zum Beispiel, wenn die Farbe nicht 1:1 stimmt, dann nehmt lieber ein krasses Gegenteil. Das sieht viel stimmiger aus, wie wenn man es irgendwie versucht hat, ähnlich zu machen. Ja, ja, und wenn halt hier der Bordstein ein bisschen angehoben ist, dann ist halt so, ja. Das hat sich halt mit der Zeit geklopft. Komm mal zu mir in den Garten, was mal, wie es da aussieht. Da sitzt der Stein, den ich vor 10 Jahren mal gesetzt habe, der sitzt heute auch nicht mehr so, wie er damals sitzt. Gesessen ist, wie auch immer. So. Ja, da hat es halt ein bisschen angeklopft. Weißt du, wie wir das machen? Oh, halt. Und zwar machen wir das ganz einfach. Und zwar, was bewegt denn einen Stein, sich anzuheben? Richtig, Unkraut. Hallo? Ich will doch da bloß ein bisschen Unkraut nähen. So. Pflanzen. So, weißt du, da hat halt das Unkraut das Ding halt ein bisschen erklopft. Ist halt so. So, guck mal, haben wir das schon mal. Hier waren wir. Ja, heute machen wir ein bisschen gechillter, ne? Ganz gediegen. So, rechte Maustaste, können das nochmal ein bisschen wegmalen. Ja. So, ich habe mir sagen lassen, mit dem Kreis wirkt es immer ein bisschen kleiner. So. Wunderbärchen. Und jetzt brauchen wir noch so ein blödes Seuchrinnen, ne? Da darf es ruhig auch noch ein bisschen. Da ist nämlich, haben wir auch ein bisschen gepfuscht, ja. Nennen wir doch das Kind beim Namen. So. Dekoration, Seuchrinne. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie machen wir das am geschicktesten? Ich setze hier an. Dann lassen wir es hier drunter laufen. Das Unkraut können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen nachjustieren, wie es so schön heißt. Ich glaube, das passt soweit ganz gut. Prägeli noch. Ja, da müsst ihr ein bisschen Geduld mitmachen. So, hier ist eigentlich
Pups egal. Das lassen wir eh dann ins Haus hintrelaufen. Ich liebe es, wenn kein Plan funktioniert. Dann setzen wir halt erst das und dann das. So. Das hier wird ja auch wieder ein richtiges Meisterstückleverei. Halleluja. Das wird gleich ganz behämmert aussehen. Ja, das ist nix. Die Frage ist aber auch, warum macht er das da so komisch? Ich guck mal kurz, ob ich das ebnen kann. So, im Endeffekt habe ich jetzt nur noch das Gelände noch mal ein bisschen eben gezogen. Hab da soweit nichts verpasst. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Schmutz rein, weil es war ja mal ein schöner Platz. Jetzt ist halt jeden mögliche Seuch und Gelumpe da drin. So. Mit Scher, aber selten. So, haben wir unseren Waschplatz endlich. Da bin ich noch schon mal zufrieden. Vielleicht machen wir da noch irgendwann eine Lampe hin, dass wir auch nachts putzen können. Aber hier brauchen wir na klar den Fahrweg für Autodrive. So. Heißt, jetzt gehen wir aber zum Händler. Ich hoffe, mein Spawnpunkt. Ach komm, ich setze ihn einfach neu. Hoffen ist nichts. So, wir nehmen heute nochmal Geld in die Hand für unser Stroh. Und ich würde sagen, ja, ich glaube mal 8 Stück können wir auf jeden Fall mal kaufen. Das wollen wir schon benötigen. Jetzt ist na klar die Frage, wenn ich mich noch richtig entsinne, kann unser Gabelstapler das nicht aufnehmen. Ich habe da einen aber bekommen, der das dann kann. Das müsste ich jetzt nochmal kurz gegenprüfen. So, dankeschön. Beziehungsweise eigentlich brauche ich es mit dem gar nicht versuchen wollen. Ich mache es trotzdem. Wenn es nicht geht, versprochen, die Zeit, wo wir jetzt verplempern, die machen wir länger. Versprochen. Weil der hat doch keine so eine spezielle Kolli da für die Ballen. Aber ich habe von einem Kollegen einen bekommen, der kann das. Vielleicht müssen wir dann hier noch einen zweiten hinstellen. Ja, das ist nämlich das. Der kann da nur unten reingreifen und nicht in die Ballen. Also dann, ich organisiere mal kurz den Kollegen. So, der Kollege hier müsste das eigentlich können. Schauen wir mal. Ist jetzt zwar ein, man hört es, ein E-Stapler, ne? Oder irgendwie auch nicht. Wie sie hören, hören sie nichts. Der müsste das jetzt eigentlich packen. So, die Glückszahl ist 17. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der auf einmal packt. Aber mal erst die Sicht. So. Ob der die alle auf einmal packt, wage ich jetzt zu bezweifeln. Okay. Aber guck mal, Freunde, mit dem kann man das nämlich anheben. Bitte bleibt drauf. Die wandern, Freunde, die wandern. Frage ich mich eh, warum sollen das ein Gabelstapler nicht können? Okay, jetzt vielleicht nicht gerade mit den, sag's mal, mit der Gabel, okay. Aber da könnte ich ja auch eine Spezialanfertigung vorne hin machen, ne? Und dann muss er das auch können.
So. Polizei freut sich. Ich weiß ja nicht, wie hoch darf man denn laden? Vielleicht kann mir das mal einer in den Kommentarbereich schreiben. Dann darf der Kollege nämlich jetzt an den Hof und bitte bring das Zeug heile an. Ne? Wir räumen hier so lang auf. Hey. Freund. Jetzt waren wir aber nicht miteinander gespätzt, gell? Hier, in die Richtung geht's zum Hof. Was macht er denn? Ach ja, ich glaube, ich habe da nämlich hinten raus die Spur gemacht. Kann das sein? Nimmt Autodrive vielleicht die next best? Oh Gott, das Zeug. Das kommt niemals heil an, Freunde. Wollt ihr denn noch sehen, ob das heil ankommt? Ich würde sagen, das gucken wir uns an. Ja? So, ich bin gespannt. Ich warte hier auf die Ankunft. Da kommt irgendwas. Jawohl, das sieht gut aus. Da ist soweit alles drauf. Dann haben nämlich unsere Tiere auch endlich mal was unter den Füßen. Ja, zu unserem Wasserprojekt sind wir jetzt leider heute nicht mehr gekommen. Aber wichtig ist, hier ist für die Tiere, Waschplatz ist eingerichtet. Dankeschön. Und in dem Sinn würde ich sagen, ich würde mich mega freuen wieder, wenn wir uns beim nächsten Video bereits in der 19. Folge dann wiedersehen. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und macht es gut. Bis dann und ciao.